Es ist eigentlich so, dass ja die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, also wir sollten eigentlich maximal 10% unseres Tageskalorienbedarfs in Form von Zucker konsumieren. Und wir essen tatsächlich etwa das Doppelte. Also Männer und Frauen konsumieren beide im Schnitt etwa, das sagt uns die nationale Verzehrstudie, so 100 Gramm pro Tag. Und es sollten die Hälfte sein. 50 Gramm also, das entspricht rund 17 Zuckerstückchen. Und die sind allein in einem 500 Gramm Becher Fruchtjoghurt enthalten. Versteckte Zucker sind ein Problem, vor allem in Produkten für Kinder, Frühstückscerealien oder sogar sauren Gurken. Doch im Fokus der Wissenschaftler: zuckerhaltige Getränke. Wir haben dadurch eine hohe Kalorienaufnahme und die Kalorien, die wir trinken, werden nicht richtig wahrgenommen. Das heißt, die sättigen nicht wirklich nachhaltig. Es ist so, dass darüber haben wir selber auch geforscht. Also wenn man jetzt zuckerhaltige Getränke trinkt, dann konsumiert man hinterher nicht weniger. Also man spart die Kalorien dann nicht anders ein. Hier in Kiel wollen 500 Ernährungsexperten jetzt Strategien entwickeln, um den Zuckerkonsum nachhaltig zu senken. Denn schon jetzt ist jeder zweite Erwachsene in Deutschland zu dick und jedes siebte Kind. Professor Manfred James Müller hat in einer Langzeitstudie mehr als 18.000 Kieler Schüler begleitet, Risikofaktoren für Übergewicht untersucht und Aufklärungsarbeit in der Schule und bei den Eltern geleistet. Im Endeffekt kommt raus, dass das eine endliche Maßnahme ist. Die Kinder wissen hinterher super Bescheid. Also die haben die Kinder in der ersten Klasse erreicht, haben 8 Jahre später geguckt, was ist aus den Kindern geworden. Und die sind nicht schlanker geworden. Aufklärung und Prävention funktionieren also nur bedingt. Daher fordern die Wissenschaftler hier, dass Lebensmittelindustrie und Politik Verantwortung übernehmen müssen. Und das nicht nur auf freiwilliger Basis, wie es die Zuckerreduktionsstrategie der Bundesernährungsministerin vorsieht. Das, was wir in Deutschland favorisieren, ist eine gesunde Lebensmittelsteuer. Das heißt also Steuern auf zuckerhaltige Getränke, aber gleichzeitig sogenannte gesunde Lebensmittel, Obst und Gemüse von der Steuer befreien. Das heißt, unterm Strich sollte für den Verbraucher keine Mehrkosten entstehen. Verbraucher sind heute viel verunsichert durch Zuckerarten, die da so natürlich daherkommen, wie zum Beispiel Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker und was es da nicht alles Exotisches noch gibt. Das klingt ja schon fast irgendwie nach so einem besonders gesunden Lebensmittel, ist aber im Grunde genommen ja auch nur Zucker. Obst ist okay, Fruchtsäfte hingegen haben vergleichsweise viel zu viel Zucker. Um sich da zurechtzufinden, brauchen die Verbraucher Hilfe, zum Beispiel durch eine farbliche Kennzeichnung. Weniger Zucker, da sind sich die Experten einig, gibt es nur, wenn die Politik handelt.